Hallo und herzlich willkommen zu unserem dritten Part von Parasite Eve 2. Ja, wir haben letztens aufgehört nach der Konfrontation gegen Number 9. Und dann sind uns Erinnerungen in den Kopf geschossen, beziehungsweise eine Verbindung, die wir noch nicht verstehen. Und Madigan hat uns geholfen und wir sind erstmal zurück zu Douglas gegangen, weil erstens, wir müssen ihm eine Frage stellen und zweitens, ich wollte das noch managen und das offscreen machen. Aber ich habe es immer noch nicht gemacht, weil ich muss nochmal gucken. Ich habe 3000 Experience. EPs habe ich aber nichts, nada. P-Energy. Erzeugt Blitzschlag. Blitzschlag habe ich bisher nicht gebraucht. Verstärken 2000. Ach so. Auf jeden Fall. Yes. Yes, yes. Und nochmal yes. Okay, Maximum. Alles klar. Inferno, unsere allergrößte Attacke. Damit haben wir ganz gut. Damit haben wir ganz gut Sachen ja, vernichtet, also beziehungsweise meistens Schaden angerichtet. Das rüste ich lieber auf. 1200. Jetzt Mittel, ich meine Zustandsveränderung, ja. Verbrauch 5. Ja, okay, aber dafür brauche ich auch eine Menge MP. Ich muss sowieso ein bisschen meine MP machen. Ich meine, so viel Experience Points, die ich trage, die kann ich ja auch machen. So. Bauen Sie was. Infos über den Bunker. Mehr weiß ich nicht. Natürlich brauche ich was. Kann ich den Wagen haben? Ich hätte da eine Bitte. Was ist? Warum so förmlich? Kann ich Ihren Wagen haben? Sie wollen zum Bunker? Ja. Verstehe. Sie können meinen Laster haben. Zu dumm, dass er jetzt Öl leckt. Können Sie es reparieren? Klar. Dauert ein bisschen. Ja. Gehen Sie ins Motel und suchen Sie einen Behälter für Benzin. Danke. Gehen Sie schon. Lobby-Schlüssel erhalten. Ich habe einen Lobby-Schlüssel. Moment. Jo, da muss ich ganz hin. Der Hauptschlüssel ist in der Motel-Lobby. Okay. Ja. Also, wir haben unsere Fähigkeiten aufgefüllt. Ja, okay. Ich sag's ihm. Ja, du auch. So, das will ich nochmal speichern, weil wenn ich jetzt drauf gehe, ich möchte es nicht nochmal machen. Ich möchte schon diese MP bzw. Entfernung und meine Zustandsveränderung behalten. Ach so, ich war schon vor der Tür, alles klar. Ja, es ist Nacht geworden. Wir haben eigentlich ziemlich lange gepennt. Ach so. Ja. Erstmal ein bisschen Backtracking.
What? Wie viele Dinge sind hier überhaupt? Oh, okay. Ich krieg 15 MP wieder. Das ist eine Menge. BP 108. Ja, das ist ordentlich. Vor allem die Viecher, die unsichtbar sind, ne? Alter, Alter. Und wir laufen immer noch mit der Standardrüstung durch die Gegend, ne? Also, da muss man schon sagen, ne? Das ist schon interessant. Da ist Licht an, okay. Überall ist Licht an. Läuft. Das kann doch nicht sein, dass hier Leute wohnen, sonst würden die mir irgendwie aufmachen oder so, ne? Ach ja, da ist sie, ne? Jo. Lobby-Schlüssel benutzt. Da ist auch ein Telefon. Nice. Ist da nix? Schade. Ein Foto aus einem alten Kinofilm. Zwei Bewahrerhelden aus einem Western. Der Titel 1881 Tombstone. Das berühmte Duell von OK Corral. Links Doc Holliday. Rechts der Sheriff Wyatt Earp. Ja, die Musik ist schon sehr besonders. Rezeption. Komme ich da hin? Ich muss einmal rum für die Bogen. Ein Gästebuch. Nicht gerade gut besucht. Naja, kein Wunder. Mitten in der Wüste. Dunkel hier. Hier ist nichts drin. Okay. Eine Notiz. Beim Tombstone-Duell warnen Holiday, 30 Jahre alt, und Earp, Revolverheld, haben beide sehr lange gelebt. Freundschaft und Glück waren wohl der Schlüssel. Eine handgeschriebene Notiz. Wie bediene ich die Kasse? Merkt ihr das gut? Zuerst Raute. Nee. Oder. Nee. Ja, Raute und dann den Code. Und dann den Code. Am Schluss total. Schau aufs Foto, wenn du den Code vergessen hast. Das hat wohl der Besitzer hier hinterlegt. Schau aufs Foto. Ist das 3-0? Ein Kassenregister. Erstmal anmachen. Thank you.
Was könnte ich hier gebrauchen? Das ist sowieso, glaube ich, auch nur ein einzelnes Rätsel. Lastwagenfahrer und junge Globetrotter. Ich könnte das MITF per R-Gespräch anrufen. Kurz mal anrufen. Ja, okay. Ich sag's ihm, ja, du auch. Telefon brauche ich jetzt gerade nicht. Was ich brauche. Ist. Ein Tipp. Der Hauptschlüssel ist in der Motel-Lobby. Ja, ja. Aber das ist schon dieses einer dieser beknackten Rätsel, ne? 89 Tombstone. Aha. Ja, ja. Ah, damit mache ich es an, ich Idiot. Mein Tombstone waren Holiday. 30 Jahre alt. Und vorhin haben beide sehr lange gelebt. Freundschaft und Glück waren wohl der Schlüssel. Okay, er war 30. Tombstone, Holiday, Herb, Banduel. Habe ich irgendwo diese Notizen? Das ist jetzt mal ein Rätsel, ne? Das ist, nee, das ist Map, Key Items. Und ich weiß ja, wo diese Bilder sind, ne? Moment. Da stand ja auch irgendwie. Ich sollte ja. Oh, er war 30. Das ist natürlich ein knackiges Rätsel. Verdammt. Und hier könnten immer noch Encounter sein. Das würde mich total, mich nicht wundern. Ja, die sind immer da, wo ich gerade die Bilder brauche, ne? Kein Wunder. Das Bild eines frisch wirkenden Mannes. Doc Holiday.
So, das ist Doc Holliday. Holiday. Aber er hat nicht lang gelebt. Da heiße ich, er war 29. Okay. Der Gambler, der an der Seite von Herb gekämpft hat. Ah ne, hier ist ja das Tor. Moment. Ja, hier ging's rein. Da sind wahrscheinlich auch Encounter. Du Scheißding, Alter. Da hinten, ey. 24. Ja. Ein altes Porträt. Wyatt Earp. Der hat aber lange gelebt. Der hat sehr lange gelebt. Bis 1992. Wyatt. Okay. So. Momento. So. Der ist aber alt geworden. 87. 87. Okay. Der Sheriff, der OK Coral gekämpft hat. Gab's noch einen Raum oder war das alles? Ne, das waren die zwei Räume. Ah, und da wo rot ist, ich weiß, ich muss sowieso da nochmal hin. Moment, steht da Madigan die ganze Zeit oder what? Ich guck mal nach Madigan.
Nee, Karl ist nicht hier. Karl war mal hier. Moment, können wir uns eine Cola holen? Eine Dose reicht? Eher, eine Dose reicht niemals. Wir können uns, Cola kann man sich immer gönnen. Ach, das ist bestimmt dunkel, oder? Das ist so arschdunkel da. Yep. It's dark as fuck. Ich sehe noch was. Der Mond. Das Kleid eines kleinen Mädchens. Maya und ich hatten beide auch solche Kleider. Dieses Kind sah wie Maya aus. Will es mir etwas mitteilen? Nichts Auffälliges hier. Wo war diese Notiz? Ich kann hier Licht anmachen. Ich habe jetzt gerade den Schalter gesehen, ja auch, ja. Moment, Moment, Moment. Kann ich nicht. Schade. Aber hier war irgendwo eine Notiz. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Was? Weil hier war irgendwo eine Notiz. Der Mond. Nö. Hier ist absolut gar nichts. Naja, okay. Dann müssen wir dahin, wo der Encounter ist, natürlich. Ich kann mich, glaube ich, erinnern, dass im letzten Part wir hier die Notiz gefunden haben für das Rätsel, wie es funktioniert. Hier drinnen ist nichts. Macht das nicht so spannend immer, Eier. Oh, I can't see shit, Captain. Da. Da ist die Tür. Ja, wir müssen doch dahin, wo es leuchtet, meine Damen und Herren. Und da sind wahrscheinlich diese Fleischmoppel. Oh! Schmetterlinge. Sehr schön. Völliges Durcheinander. Tomahawk. Das sind indianische Souvenirs. Ja, ist mir schon klar. Ja, es war ein ziemlicher Umweg, ey, ja. Ah, Sitting Bull. Sitting Bull. Sitting Bull. So, 18, 31. 18,
So. 60, 95. 59 meine ich. Okay. Wild Herb hat am längsten gelebt, wenn ich das richtig deuten kann. 87 ist er geworden. Doc Holliday nur 89 und Sitting Bull 59. Der berühmte Sioux-Häuptling vom Kampf am Little Bighorn. Also am Ende werden immer nur die Jahre gezeigt, was wichtiger zu sein scheint. Ugh. Aber wo ist Kyle? That's a good question, wa? Aber wo habe ich zum Teufel... ...diesen verdammten Shit gesehen? So, jetzt nochmal. Zwei Rollen aus einem Western. Der Titel, Tombstone. Spin to Duel, Amke Corahel. Links, Doc Holliday. Rechts, The Shadow of Wild Earth. Alles klar. Doc Holliday und Wild Earth. Eine Notiz. Beim Tombstone waren Holliday 30 Jahre alt. Und Earp lange. Ah, Moment. Also er hat ihn besiegt, definitiv. Alles klar. Ja, ich habe mir das hier notiert auf dem Notizblock. Ja, ja, Oldschool Gaming. Moment, Moment, Moment. Ich muss hier mal... gucken. 87, ne? So, aha. Wyatt Earp ist 2 Jahre älter. Also ist er 32. Vorher haben beide sehr lange gelebt. Freundschaft und Glück waren der Schlüssel. Also 30 plus 32. Also war das 62. Ja. Nee, aber 2 Jahre jünger, ne? Ich Idiot. Dann ist es 58. Ich stehe jetzt ein bisschen auf dem Schlauch.
Nein, 3 Jahre, ich Idiot. Drei Jahre, Junge. Was? Ja, Holiday. Wired up. Moment, ich pausiere mal. Ich muss kurz mal. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, ich hab's jetzt. Nee? Was kann ich überhaupt drücken? Nur Zahlen. Oh, da ist einfach der Unterschied. Ich weiß nicht ganz, was gemeint ist. Ich guck noch mal. Okay, Leute. Ich hab's jetzt. Ganz einfach. Man musste nur den Alter von Doc Holliday eingeben und dahinter gleich das von Wired Up. Und fertig ist der Scheiß, ne? Alles klar, okay, das war umständlicher als gedacht, weil ich dachte, ich muss Minus machen und was auch immer. Key Items. Aluminiumschlüssel mit einem Bronco-Halter, auf dem Aufkleber steht Master. Im Motel muss irgendwo ein Benzinbehälter sein. Das speichere ich gerne. Also, meine Denkweise war schon richtig, nur ich habe ein bisschen blöd gehandelt. Ich dachte, ich muss die zusammen addieren. Aber dem war nicht so. Bronco-Schlüssel. Muss ich da nach oben oder was? Oder wie? Oder wo? Boah, Alter.
Ey, die Viecher, ne? Die Viecher. Die machen mich alle. Ha! Wollte ich gerade sagen, da oben war noch eine verschlossene Tür. Da habe ich mir geschlussfolgert, da muss ich hin. Ja klar. Also ich sehe... Ich dachte, ich sehe da irgendwas. Ja, egal. Ein Wäschetrockner. Ein Buch mit einem Emblem. Die endliche Geschichte? Es handelt von einem Mädchen in einer mysteriösen Welt. Die Realität ist mysteriös genug. Ein klassisches Radio wie aus einem Museum. Die endliche Geschichte. Aha, das Konterstück zu eingemachte Marmelade. Nichts Besonderes, eingemachte Marmelade halt, ne? Was steht hier? Wasserrohre und Putzgeräte. Nichts von Interesse. Da ist es. Ein Benzinkanister. Er scheint leer zu sein. Naja. Wow. Wow. Du scheiß Ding! Ah, diese Dinger. Medizin Level 3. Ich wähle es. Aber da ich ja... Use. Also was habe ich hier? Medizin Level 3, Firefly. Das ist nur für Notfall. Ich würde mal sagen... Das können wir ruhig machen. So, ich habe mich noch nicht ganz umgeguckt. Farbtöpfchen, also war das wirklich... Ist das wirklich nur ein Raum für diese seine Item? Okay. Ein Panzerschein, vierstellige Nummern. Was? Ich kenne den Code nicht. Aber ist es derselbe? Die Nummer war definitiv falsch. Wow, 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 warte. Da ist ein Bild. Aber das hilft mir nicht. Da ist bestimmt was drin, was ich gut gebrauchen könnte. Geronimo. 1821. 1909. Der letzte Häuptling gegen die Weißen gekämpft hat. Ha. Auf jeden Fall, ich habe einen Benzinkanister. Da muss ich da erstmal jetzt was füllen.
natürlich werden mir sich Gegner in den Weg stellen. Das ist. That's a video game wahrscheinlich, ne? Wenn wir jetzt zurückgehen würden, ja, warum haben sie nicht getankt? Ah, oh, war mir so klar. Ah ja. Du Scheißding. Die Zapfsäulen scheinen noch okay zu sein. Beim Bein brauche ich jetzt nicht mehr aufzutanken. Key Items. Haha! Benzin erhalten. Ich muss Mr. Douglas das Benzin bringen. Okay! Und natürlich, wenn ich in den Laden gehe, ist wieder was. Aber hier wird schon nichts sein, Leute, ne? Hier wird schon gar nichts sein. Hoffen wir es. Ja. Vor allem nachts, weißt du, wenn diese unsichtbaren Viecher kommen. Muss nicht sein, ne? Aber wirklich ab und zu guter Schockmoment. Das schockt schon ein bisschen, wenn man das gar nicht erwartet. Moment. Ist das kalt oder? Was ist das? Nee, das ist Douglas. Sehr gut. Ein Moment. So, das müsste reichen, um zum Bunker zu fahren. Ich brauche etwas Zeit. Ich rufe Sie, wenn es fertig ist. Warten Sie in Ihrem Zimmer. Okay. Was ist? Brauchen Sie was? Ich brauche immer was, mein Freund. Immer. Erstens Munition. Und Granaten habe ich 12. Messer ist gar... nee, das ist ein Bajonett für Nahkampf. Also, das ist eigentlich die ultimative Waffe. Für 30 Schuss extra. Mit Granaten. Ach, das ist die Allzweckwaffe überhaupt. Ja, und das ist die einzige... Pumpgun? Hier gibt es noch die PO8. Mit einer Spezialvorrichtung. Thank you.
Seven Rounds. Ich weiß jetzt nicht, was an der so besonders sein soll. Ah, HP Recovery. Aha. Militärische Standardschutzweste mit integriertem Medikit. Plus 20 HP. Das ist ja an sich eine saugeile Weste. Schnellfeuer. Schulterhafter. Attachments 4. Dann ist natürlich das natürlich schon der hammergeile Scheiß. Und dafür haben wir nun mal keine. 10.000. Einmal 10.000, um seine Energie zu maxen. Ja, das habe ich sowieso immer auf Level 2 gehabt, aber das hier. Okay, naja. Packen Sie alles Nötige in den Laster. In den Laster ist nichts. Das ist ja lustig. Hey, ich soll zu meinem Zimmer gehen. Wahrscheinlich werden mich da noch ein paar Viecher kriegen. Ich habe aber so das blöde Gefühl, sobald ich auf meinem Hotel... Komm schon. Okay, das war noch gut reagiert. Dafür musste ich Plasma einsetzen, weil das war alles andere wäre Schwachsinn. Hey, Hundi ist dabei. Wieso kreist du? Warte, kann ich die Kohle vielleicht benutzen? Nee. Kalte Cola machen. Aber geht ja nicht. Ist ja kein Key-Item. Ah. Er beschützt mich anscheinend, oder? Thank you.
Ich war aber kurz nicht angreifbar. Bongo-Hauptschlüssel benutzt. Oh, leck mich. Also das heißt, die Weste gab mir Heilung. Alles klar. Alles klar. So, verschieben. Ach, wir sind in einem Zimmer einfach reingegangen. Das ist Wucher. Naja. Ach so, weil ich jetzt den Hauptschlüssel habe, kann ich überall rein oder was? Lieber mal mitnehmen. Gott, bin ich müde. Ich will mich mal hinlegen. Oh ja. Oh, ich glaube, es kommt. Ah, da werden wir uns später noch bewegen. Oh, ist das Number 9 oder ist das ein Gegnertyp? Nee, ist ein Gegnertyp. Ah ja, die berühmte Duschszene.
Der kommt tatsächlich, ne? Völlig bescheuert, das Ding, aber läuft. Shit. Oh, ich hätte davor speichern sollen. Erstmal. Komm schon, Alter. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Gut, dass ich die Granatpistole geholt habe. Komm schon! Komm schon, stirb, du Scheißvieh! Okay, letzte Granate. Okay, Granate ist leer.
Komm schon, Alter. Ah, weg ist das Ding. Das war dumm. Oh shit. Oh shit. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich kann mich nicht mal heilen, ne? Also das ist... Oh, ich hab's noch geschafft. Krass, wir haben es geschafft, gleich beim ersten Mal. Aber mussten wir aber mäßig viel abziehen. Alles. Wir nehmen alles. Oh. 120, das ist doch mal was. Oh, 40 mm Luftgranaten. Zerplatzen nach dem Aufbau in der Luft. Das ist doch mal was. So, verschieben. Na, no, wir haben da ordentlich was reingeballert. So, P-Energy. Also Feuer haben wir komplett. Warte, wie viel BP-Points haben wir? Aber können wir uns entscheiden, dass wir uns endlich mal die Dingens holen? Die eine Waffe. Erstmal gucken, was wir machen können. Ob Mr. Douglas und Flint wohl auf sind. Ich muss gleich zu denen hin. Thank you.
Ja, was habe ich da bekommen? Ach so. Ja, das benutze ich ja kaum, ne? Naja. Muss ich jetzt einmal ganz rum oder? Wahrscheinlich, ne? Nee, ich könnte eigentlich da ganz rum, oder? Ah, das Tor ist kaputt. Müsste dann durch den Laden durch. Oh, richtig Umweg wieder, ne? Ach ja. Ich würde das gern speichern, dann gehe ich auch erstmal zum Motel. Gucken wir mal, was hier nochmal drin ist. Vielleicht findet man ja hier was. Nee. Das waren nur Encounter. Vielleicht ist da was im Schrank. Nö. Oder hier? Nichts von Interesse. Sie hasst solche Typen, das will ich. Ich glaube, dieses Rätsel ist für den Safe, aber ich glaube, das ist unnötig, was wir jetzt hier machen. Weil wir kommen ja sowieso nicht mehr da zum Safe. Alles. Na, ich baue mich noch nicht heilen. Das ist jetzt nicht nötig. Nee, das sind nur Betten. In den Schubladen guckt sie nicht nach. Das ist... Das ist ja aber komisch hier. Ist da was? Ich sehe nur Felsen. Ja, ja.
Nee. Das waren auch nur wieder Encounter. Flasche. Eine Flasche, okay. Ah, okay, das hat sich doch gelohnt. Ah, MP, Wasser Level 2, Recover Full. Okay, das ist ziemlich nützlich. Das können wir verschieben. Weil für MP, Alter, da können wir ordentlich... was machen. So, das erste, was ich machen werde, ist speichern, weil, ey, das wäre nur ein bisschen zu viel hier. Hier, Baldwin. Jody sagte mir, dass sie zum Bunker gehen. Was? Ein NMC größer als ein Elefant? Seit Manhattan liegen keine solchen Berichte vor. Ein Grund mehr, den Bunker zu untersuchen. Leider sind alle mit dem Tower beschäftigt. Sie müssen allein hin. Na toll. Danke sehr. Na, no, bisher sind wir siegreich. Ah, wir müssten einfach dann nur noch oben bis ins Zimmer. Also so schlimm war es jetzt nicht. Heilen kann ich mich ja auch noch. Obwohl ich meine, dieses Heilen kann ich ja schon mal machen. 1200. Saugt HP von Gegnern ab. Ist nice, aber nicht ganz das, was ich will. Lindert physikalische Schäden. Ja, Antibody und Energy Shots sind wirklich sehr nützliche Dinge. Beziehungsweise sehr nützliche Skills, also Buffs. Bisher geht es. Na komm, ich kann noch eine Cola-Dose nehmen, oder? Ach, come on. Keine Cola. Keine Cola für die Eier. So ein Scheiß. Thank you.
Das Radar ist wirklich eine sehr, sehr große Hilfe. Diese Lebensmittel sind verdorben. Ja, ich muss hier aber lang. Okay. Ah, es heilt mich nicht so ganz. Und dabei ist es ja Level, es ist auf Max Level, ne? Ah ja, ich konnte ja hier durch, genau. Anders werde ich ja nicht durchkommen. Die sind ja gar nicht hier. Dann muss ich ja halt zu Douglas. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich meine, ja, ich muss die ganze Zeit eigentlich rumlaufen und ausweichen. Also. Licht es an. So, jetzt aber in den Bunker. Okay, dann ab zum Auto. Tja,
ich lieber zum Auto. Oder die sind da. Nur ich sehe sie nicht. Bitte? Wo sind die denn? Das ist jetzt eine gute Frage. Sind wir falsch gelaufen oder? Ja, ich würde ja gern zum Bunker, aber... Er ist ja nur mit dem Auto nicht fertig, ne? Oh ja, ich komme da nicht raus, ne? Müssen wir so rum. Ich glaube, ich muss einmal noch mal klingeln. Du sprichst lieber direkt mit Mr. Douglas. Na, das ist ja mal wieder... Ist er oben auf dem Turm? Das kann ja auch jetzt gut sein. Wir können ja mal gucken. Okay, er ist hier nicht. Dann ist er tatsächlich in irgendeiner den Räumen da unten. Ah, ich kann auch in mein Zimmer. Sehr lustig. Also an sich könnte man doch noch den Safe knacken. So, das nehmen wir, das behalten wir. Okay, ich werde mal schauen, kurz, wie ich ihn finden kann, weil das ist mir doch ein bisschen zu umfangreich hier, und dann sehen wir uns gleich wieder, und weil ich will die Zeit ein bisschen besser nutzen. So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder, da haben wir sie gefunden. Das war ein Brocken, nicht weiter schlimm. Ach ja, der Laster ist bereit. Hier, der Schlüssel. Danke. Wir haben eigentlich voll dein Haus zerstört, aber was wollen wir machen? Danke für die Hilfe, Aya.
Kommen Sie nachher zum Wohnwagen. Ich habe da was für Sie. Keine Sorge, ich ruhe mich nur aus. Oh Mann. Und schon wieder. Einmal rum, Philippum. Na, das hätten wir gleich erledigen können, ja. Naja, wir haben die ganzen Encounter ja eigentlich erledigt. Aber die müssen ja sein, damit wir Erfahrungspunkte sammeln und uns auch verbessern hier. Das hat schon einen Sinn. Dafür gibt es ja keine Zufallskämpfe, ne? Oder wie man sagt, Random Encounter. Vielleicht schenkt er uns eine Weste, hoffentlich. Ah ja, ich muss einmal so rum. Wo zum Teufel waren Sie? Ich habe etwas nachgeforscht. Ist was passiert? Hier war die Hölle los. Das wusste ich nicht. Ich habe Infos über den Bunker gesammelt. Sie werden es nicht glauben. Was? Hören Sie gut zu. Wissen Sie, was Retroviren sind? Sie verändern die DNS und verursachen Ebola und AIDS. Parasiten, die ihre eigene DNA weitervererben. Oh, sorry. Sie sind ja die Expertin. Wenn man nun diese Viren künstlich manipuliert. Vektorviren. Sie dienen als Überträger von veränderten DNS. In der Medizin werden sie künstlich hergestellt. Genau. Retroviren, die das Erbgut verändern. Was wäre, wenn die Fortpflanzung steuern würden? Die Erbinformationen werden weiter vererbt. Sie könnten sogar eine ganze Spezies verändern. Auch bei Menschen finden sich Frühanzeichen, dass die Erbinformationen oft verändert wurden. Großer Gott, Neometeorhunde? Sehen blass aus. Es ist nichts. Die Monster hier waren einmal Menschen. Wenn die Neometeorhunde sich stärker vermehren, könnte weltweit das passieren, was hier vorgefallen ist. Ein endloser Albtraum. Zu welchem Zweck? Keine Ahnung. Aber eins steht fest. Die Viren werden in diesem Bunker hergestellt und werden durch die Luft übertragen. Wie bitte? Sie haben richtig gehört. Es bleibt nicht viel Zeit. Wir müssen den Bunker finden und diesem Wahnsinn ein Ende setzen.
Okay. Worauf warten wir noch? So gefallen sie mir. Ich weiß auch ungefähr, wo der Eingang ist. Ich werde fahren. Laden Sie Ihre Ausrüstung auf den Laster. Verstanden. Ich warte hier. Sehr schön. Machen Sie schnell. Ich gehe nur mal kurz zu unserem Douglas. Denn der hat was bei uns. Na endlich. Ich möchte mich bedanken. Schauen Sie mal in die Kiste. Die MP ist etwas schwer. Aber sie kann 100 Schüsse hintereinander feuern. Oh geil, ich krieg die Waffe umsonst. Man beachte das Magazin, es hat... Ich weiß. Danke für das Geschenk. Was ist das? Schwere Pistole? Naja, ich weiß nicht, aber... Trotzdem mehr Reichweite. Naja, wir können sie ja mal ausprobieren. Okay, dann haben wir schon mal das gemacht. Okay, seien Sie vorsichtig. Okay, use.
Okay. Power 22. Machen wir 22 Schaden. 15. Das ist schon 6 Schaden mehr. Das ist eine Waffe, mit der kann ich leben. Ich kann mich auch gut erinnern, dass ich damals den Boss nur mit dieser Waffe kaputt gemacht habe. Oh Mann, das war ein Ding, du. Und dann nur mit meinen Fähigkeiten. Ach du meine Güte. War der noch nicht? Los, Beeilung. Okay, wir haben Medizin. Ah, die hat drei. Er hat drei Schuss, ne? Immer. Gute Waffe. Ich behalte sie noch bei mir. Ich muss sie ja tatsächlich wegwerfen. Nicht wegwerfen, sondern das ist ja die Firefly hier. Splendid Gegner. Für den Fall der Fälle. Okay, dann wollen wir mal, ne? Also los. Oh, wir müssen tatsächlich die zweite CD einlegen. So, so. Denn. September 2000. Mesam aus dem Bezirk von Dryfield, Mojava-Wüste. Oh, die Dinger. Thank you.
da kommt der Boss. Boah, ich weiß noch, der war auch schön knackig. Musik schon. Nein. Sie kommen. Madigan. Mich hat's erwischt. Wir sollten in Stellung gehen. Ich bin okay. Sind Sie okay? Halb so schlimm. Ich halte die Stellung. Schnell in den Stollen. Echt? Sorry. Okay, langsam wird's eng. Oh.
Okay. Das war ein ziemlich langer Fight. Wählen. Verschieben. Verschieben. Benutzen. Medigen, ob er okay ist. Das Ausweichen ist ein bisschen schwierig für mich. Energy. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt erweitern soll, aber ja, Moment. Ich guck noch mal, ob ich was am Auto machen kann. Der Laster ist futsch. Okay, da hätte ich alles reinpacken können. Aber der Laster ist futsch und der Bunker noch mal. Verdammt. Wollen wir mal gucken. Gefahr, Betreten verboten. Achtung, Steinschlag, Betreten auf eigene Gefahr. Finde ich etwas übertrieben. Ah, es gibt nur einen Weg. Und der ist dahin. Da ist ein Schild. Eine handgesteuerte Weiche. Aha. Was gibt's da hinten? Oh, da geht's weiter. Dann gehe ich erstmal zurück. Wo ist Madigan? Eine Lore versperrt den Weg. Lösen.
Ah, das läuft da wahrscheinlich, ne? Da ist irgendwas. Leute, ich weiß es doch. Hätte ich die Weichen vielleicht umstellen sollen? Nee, die ist eingerostet. Alter. Nehmen wir einfach mit. Ist nix. Moment. Kann ich da zur Seite? Nee, das leuchtet nur so. Okay. Das geht sehr geradeaus. Toll. Was gibt's denn hier? Da muss ich da hinten irgendwie weiter. Das ist schon richtig, weil ich sehe jetzt keine andere Möglichkeit, Leute. Thank you.
Sagst du immer noch, wo ist Madigan? Ja, die Glühbirnen sind neu, ja. Da gehe ich wieder raus. Ich versuch das mal zu knacken, Leute. So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Lösung gefunden. Ein robustes Bett, damit könnte ich mitnehmen. Ey, du bist stark. Du kannst es mitnehmen. Ja, ich frag mich, wieso das Bett vorher nicht mitgenommen wurde. Vor allem 3 Meter lang, einfach mal so. Das hätte man sich ein bisschen sparen können mit der Zeit, aber... Ist ja halb so wild, Leute. Ich hab's lange nicht gespielt und ich muss auch irgendwie ein bisschen drauf kommen. Entschuldigung. Puh. Jetzt kann ich rüber. Alter, sofort dieses Ding hier benutzen, weil MP-Wasser, ich nehme alles. Erstmal gucke ich da mal rein.
Da ist ein gottverdammtes Telefon. Oh, was gibt's da? Ach, von denen. Mein Inventar ist voll, ja. Oh, das ist ein Rätsel. Na super. Die Sachen sind relativ neu. Nichts von Interesse. Nichts von Interesse. Alles klar. Ein Telefon. Sieht alt aus, ob es funktioniert. Ein Freizeichen. Anrufen. Was gibt es? Eine Horde von NMCs? Sind Sie sicher? Verstanden. Ich werde die anderen zusammentrommeln. Untersuchen Sie den Stollen. Helfen Sie diesem Detective. Okay, meine Damen und Herren, das wär's mit Part 3 zu unserer Playstation-Reihe von Parasite Eve zu Parasite Eve 2. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, genauso wie mir, auch ein bisschen mit Leerlauf. Aber das ist nun mal so, wenn man lange nicht gespielt hat und nicht weiß, wo hier es lang geht. Ja, wir haben jetzt zumindest eine stärkere Waffe. Ich werde mal gucken, also wir werden bestimmt nochmal nach Dryfield zurückkommen. Das weiß ich, glaube ich, noch. Und, naja, mal gucken, was noch uns erwartet. Jedenfalls weiß ich schon mal, sehe ich schon mal, dass es ein Rätsel geben wird im Tunnel. Und dann werden wir mal gucken, wie wir uns weiterschlagen werden im Tunnelrätsel. Und hoffentlich finden wir dann Madigan. Und mal gucken, was uns noch für Mysterien in diesem Tunnel erwarten. Alles klar. Ich würde sagen, ich bin die Kate des Game Stage 5 und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt. Ja. Wo ist Madigan? Mensch. Wo ist Madigan? Alles klar. Reingehauen.